So, hallo zusammen. Heute geht es um die Cosi Speed Tasche, die ja als die fastest Camera Bag in the world angepriesen werden. Das sind sie auch. Wir unterscheiden hier zwischen zwei Modellen. Einerseits haben wir den Camslinger, das sind die beiden. Und dann haben wir die Streetomatic, wo das Modell ist. Bei denen, bei den Camslinger, gibt es so die Canvas-Version und so die edlere mit Leder. Vom Aufbau her sind sie fast identisch. Einen kleinen Unterschied haben sie. Und zwar ist bei dieser hier zum Beispiel hier unten der Regenschutz schon drin. Also quasi immer dabei, ihr könnt ihn auch nicht vergessen, außer die schneiden ihn ab. Und bei dieser mit Leder, da ist er nachher drin, das zeige ich nachher, und als separates Produkt. Die Tasche, grosser Gurt mit einem Sicherheitsverschluss. Wenn ihr so drückt, geht nicht auf, müsst ihr hier nur schnell reindrücken, dann könnt ihr aufmachen. Verstellbar mit Klett. Auch wirklich zum sauber verpacken nachher. Da habt ihr noch ein kleines Täschchen für Geld, Speicherkarten, Akku, whatever. Und zum Aufmachen, das ist die Sicherung. Könnt ihr einfach so hinterher ziehen, aufziehen. Und nachher, wenn er zuklappt, seht ihr schon wieder zu. Was ist dabei? Wir haben hier 2, 4, 6 Einteiler. Wir haben die Finger Cam Strap. Und ihr könnt quasi die Kamera ein besser heben nachher, dass, wenn ihr sie rausnehmt, dass ihr sie quasi am Finger gesichert habt. Eine kleine Schlaufe, um etwas zu befestigen. Wir haben hier auf der Seite jeweils noch zwei zusätzliche Fächer mit Netz innen dran. Für, ich meine, alles Mögliche. Da hat es außen dran noch Platz für, keine Ahnung, alles, was ihr irgendwie mitnehmen wollt. Also eine sehr eine vielseitig einsetzbare Tasche. Man bringt, damit ihr euch vorstellen könnt, auch Fuji GFX 50S mit dem Objektiv dran. Also nicht mit dem ganz grossen, aber mit dem Objektiv dran bringt problemlos hin. Und ist natürlich sehr bequem zum Tragen, weil man trägt es auf der Hüfte. Das wäre mal die Canvas-Version. Dann gehen wir zu der Leder-Version, ein bisschen die Edler-Version. Vom Grundaufbau gleich. Auch wieder mit dem Sicherung. Schnellverschluss nach hinten, offen. Wird in einem so einen Leinenbeutel geliefert. Mit dem Fingerstrap und mit der Regenhülle. Plus dazu noch ein Verlängerungsgürtel, damit man auch entsprechend die Kamera kann schräg tragen und da hat es vier Einteiler dabei. Da haben wir innen noch etwas zum Sachen verstauen. Wir haben hier zwei etwas grössere Taschen auf der Seite. Und die eine ist so quasi so als Handytaschen ausgelegt, wo man das Handy reingleiten kann. Da haben wir auch wieder die Taschen für kleinere Sachen. Ja, auch sehr eine angenehme Tasche. Dann kommen wir zu der Streetomatic. Die hat einen normalen Verschluss da, den man aufmacht. Und ist von den Abmessungen her etwas kleiner wie die anderen Taschen. Wir haben auch wieder den Gurt und haben aber da jetzt keinen Reissverschluss, um noch etwas zusätzlich reinzutun. Auf der Seite haben wir auch wieder zwei Taschen. Eine mit dem Reissverschluss, die andere auch wieder mit dem Klett zum Zumachen. Dann haben wir hier dabei vier Einteiler. Wir haben den Regenschutz und den Fingerstrap. Von dem her alles drei super Taschen. Müsst ihr einfach entscheiden, okay, wie viel Platz brauche ich und ja, sind sehr vielseitig einsetzbar und vor allem halt Mirrorless Hero.